Das kann jetzt etwas länger dauern. Ich finde, das erste Spiel hätten sie ein bisschen einfacher gestalten können. Das ist mega schlecht gemacht, dass man am Anfang. Kein Wunder, dass die meisten danach Blitzball nicht weitermachen. Weil da verliert man die Motivation. Und jetzt können wir die Sequenzen überspringen. Können wir überhaupt Sequenzen überspringen in diesem? Ich glaube, man kann keine Sequenzen überspringen, ne? Nein, wir müssen das noch mal sehen. The game starts soon. Na, dann, egal ob wir gewinnen oder verlieren, dann. Ich habe keinen Bock, die Sequenzen immer zu sehen. I got something to tell you, boys. After this game, I'm retiring. I promised myself this would be my last tournament. Win or lose, I'm quitting Blitzball. But you know, since we're here, we might as well win. Mind the bench. I'm warming the bench. He's taking my place. All right, boys, let's win this one. Let's make the goers goners. Let's blitz. I saw you floating there on the sphere. Oh, hey, you weren't supposed to see that. You really gave it your all, didn't you? All right, boys, what are we gonna do? For Captain Walker. Diesmal zeige ich denen, was er. Ah, mit X konnte ich wenigstens ein bisschen skippen. But who could a championship get our legendary the horrific. This looks like. Publikum da hinten. Sieht aus wie Pappaufsteller. The goers are top.
Er schafft's auch noch sich beide. Und der kam nicht mal dran. Ich wollte schon sagen. Ach komm! Das geht ähnlich. Dass er es nicht schafft, danach vorbeizuwerfen mit einer 10. Also der ist mutig. Könnte vielleicht funktionieren. Na, aber auch nur vielleicht. Komm schon hinterher. Es wird nix. Fangen die doch ab. Sag ich doch. Oh, er hat gleich wieder 3 am Arsch. Gut. Der will einfach passen, was? Warum beide? Mann! Drin! Ja, Tor! 1-0! Daniels Pack! Da kloppt ihn doch runter! Wo sind meine Leute? Ja, noch reagiert's nicht, ne? Noch Halbzeit! Hey, wir haben die Halbzeit überstanden! Wir haben überlebt! Letztes Mal sah es umgekehrt aus. Oh, sogar Yashit jetzt Level up. Geil. Wir schaffen das.
Wir holen uns aber den Jack Spezial, da können wir zwei verprügeln. Jack hat nichts. Wie die einfach nichts haben. Jetzt haben wir sogar noch bestes Spiel hier. Keiner kann diesen Spähmodus. Ja. Das wird nix. Oh, das, doch, das schaffe ich. Sonst bin ich da und der schießt jetzt ein Tor. Reicht das überhaupt? Ich habe nur eine Möglichkeit zum Jack Spezial. Hallo, Rix. So, und jetzt rein mit dem Ding! Na, oh, Tor! Jetzt müssen wir noch 5 Minuten aushalten. 4 Minuten noch. Komm, let's go. 3 Leute. Ah, nur 2. Na, natürlich schaffen sie es nicht. Oh, jetzt wollten sie es wissen, ey. Komm schon, schnappt ihn euch. Komm, ja, noch einer. Oh, er will aufs Tor. Ich habe Angst. Schnappt ihn euch bitte. Schwächt ihn ab. Schwächt ihn ab. Ja. Nein. Let's gleich. Oh, warum nicht? Das schaffe ich niemals an ihm vorbei, aber hey. War nur klar. Ich hatte auch alle drei an der Backe. Hallo. Hallo. Warum? Den muss ich. Und dann passen. Wieso ist Letty der Einzige da? Er steht frei. Er steht frei. Letty, lauf. Oder schwimm. Kann ich hinten? Nein, kann ich nicht. Aber ein Pass könnte gehen. Ah, es ist ein weiter Pass. Ich riskiere es. So, jetzt kommt Walker. Wir haben kein Tor bis jetzt kassiert. Eins dürfen wir. Aber kein... Aber das war... Letztes Mal hatten wir das Problem, wir haben nicht mal ein zweites Tor hinbekommen, um ein Unentschieden rauszuholen. Jetzt schaffen wir's. Ich vermisse nur Überspringfunktion.
Das Spiel kam halt zu einer Zeit raus, wo es Überspringfunktionen in Videosequenzen noch nicht gab. Oder sehr, 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 sehr selten. Und man fragt sich, warum will man so eine Funktion haben? Ja, weil man, wenn man nochmal lädt, weil so viel davor war, dass man das nicht nochmal sehen will. He's leaving. Irgendwie will ich jetzt ein Remake vom 10. Teil haben. Der Teil hatte es genauso verdient, geremaked zu werden. I wonder what's happening. The crowd is going wild. Waka! Waka, waka, waka. Remaster ist kein Remake. Ach nein, da sind schon wieder die zwei. Aber das schafft er. Komm, wir machen weiter. Er schafft er. Jawohl, er schafft er. Das ist immer ein Waka, 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 Waka. Ja, so nah dran und oh, fuck it. Verdammt, das schaffe ich nicht, aber okay. I give it. Mein best shot. Nein! Natürlich! Ich bin nimmer satt. Los, Waka, hol ihn dir! Aufs Tor! Nein! Fick dich! Aber ich spiele sowieso nur auf Zeit. Der eine dreht im Kreis. Also ich bin ganz ehrlich. Die können Blitzball nur besser machen. Weil ich finde es nicht mal so gut gemacht, wenn ich mir das hier so ansehe. Egal was ich mache, ich bin am Arsch. Dann hoffen wir mal, dass es nicht durchgeht. Aber ja, es wäre ein Spiel, was sehr schwer umzusetzen wäre. Jetzt Waka vor, noch ein Tor! Das Ding muss sitzen! Da ist es! Das 3:0! Jetzt ist mir alles egal! Das können sie nicht mehr schaffen. Ich
Schlusspfiff! Der Sieg! Victory! Unbelievable! The Aurochs win, folks! This is one for the record books! Ich lass die doch nicht gewinnen, die Gegner. Was ist denn da los? Ich finde es zwar gut, dass man nicht gewinnen muss, um weiterzukommen. Aber also ich denke schon, dass mit der heutigen Technik Blitzball besser gemacht werden könnte. Vielleicht, dass man selbst die Kontrolle über Spieler hat, dass man sogar im Multiplayer miteinander spielen könnte. Es wäre halt nicht mehr dieses Rundenbasierende, wo man auf NPCs hoffen muss, dass die sich vor den stellen. Die dann natürlich ihre Kreise drehen. Wo ich mir denke, was macht der da? Vor allem hatten wir nämlich die Situation, einer geht hoch, der andere geht runter und der andere ist ganz woanders und der Gegner ist frei vorm Tor. Was soll denn das jetzt? Ich bin ja mal in Final Fantasy 16 gespannt auf die Designs von manchen Gegnern. Alter, was wird denn das jetzt? Wenn immer mehr.
Die Ekstase hebe ich mir auf. What's happening? Und jetzt kommt Oren mit seinem langen Schwert. Komm. Hey, du siehst nichts. Hey, give me a break! Kommen die denn alle her? Thank you.
Thank you.